liebe Leute, mein Name ist Dragner. Ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Space Haven. Ja, ich freue mich hier riesig auf das Spiel. Ich habe bisher selber nur Videos gesehen. Erinnert mich sehr stark an RimWorld. Deswegen genau mein Ding. Ich habe jetzt vielleicht 2 Stunden Probe gespielt in 3 verschiedenen Spielen, weil ich immer wieder unterbrochen wurde und irgendwie auch nicht gespeichert habe. Ich dachte mir immer, ach komm, die paar Minuten, die ich gespielt habe, kann ich das nächste Mal wieder spielen. Ja, genau so. Also ich bin über 2 Sprünge bisher noch nicht hinausgekommen. Es ist also auch für mich wirklich ein neues Spiel. So, Spielmodus normal ist klar. Wir spielen erstmal einfache Plattformen, um reinzukommen. Spielstände, man sieht New Haven 3, das ist jetzt mein 3. Spielstand. Wir nennen uns Spielstandsname Die Happy. Ist ja irgendwie so zu so einem Standardding bei mir geworden. Dann spielen wir Erbauer erstmal, da, wie gesagt, ich noch nicht allzu viel Ahnung habe von dem Spiel. Ja. Ich will nur schnell sehen, was der Unterschied ist. Hier bei 4 Waffen, Erbauer, 4 Waffen, immer 2 Gewehre, 2 Pistolen, 1 Gewehr, 3 Pistolen, harsch, sogar nur 4 Pistolen. Anfangssektor 5 und 10, 5 und 10, 5 und 10. Auch, das ist überall das gleiche anscheinend. Okay. Gut, wir werden uns auf jeden Fall, also das Spiel natürlich öfter spielen, und wir werden uns auch von der Schwierigkeitsstufe natürlich steigern, wie in RimWorld auch. So, unsere 4 Leute. Ich muss leider gestehen, ich habe noch keine besondere Ahnung, was die ganzen Fähigkeiten alle so wirklich bedeuten. Deswegen lasse ich die tatsächlich so, wie sie sind. Arbeitstempo 18% ist gut. Suizidgefährdet ist natürlich nicht so schön. Ich gucke nur auf die Teamfähigkeiten, dass die einigermaßen ausgeglichen sind. Waffen 1, Waffen 1, Waffen 2, Waffen 1. Das ist ja jetzt etwas, was mir tatsächlich... Ich hätte zumindest gerne einen mit Waffen 3. Das hier kommt mir als der schlechteste vor. Viele 1er, nur 1 3er. Ja, der ist auch nicht besser. Nein, die. Sind alle eigentlich so. Der 2 3er. Okay, die Rechtsanwältin, die werden wir mal ein bisschen auswürfeln. Kann man hier oben auch Würfel machen, logischerweise. Wir hätten gerne einen Waffen 3. Hier hätten wir zum Beispiel Waffen 3. Dafür haben wir jetzt nur noch Medizin 1. Oh Gott, geht schon los, geht schon los. Montageingenieurin. Dann nehmen wir die auch nochmal. Jetzt hätten wir gerne noch rechts die Fähigkeiten. Nichts Rotes. Genau so. Schön. Fast überall 3 bis auf Bauen, Fertigung und Navigation. Das sind natürlich irgendwie wichtig. Wahrscheinlich sind alle Fähigkeiten wichtig. So, wir starten einfach mal das Spiel. Nur noch kurz zur Erklärung. Was ist das für ein Spiel? Wir haben diese 4 Leute in einem Raumschiff im Weltall. Hier sind wir. Pause. Das ist unser Raumschiff. Momentan ist da nicht sehr viel drauf, außer ein Stromgenerator, ein Shuttle, 2 kleine, wie heißen die Teile eigentlich, Förderkapseln, mit denen kann man im Weltall bauen, fördern, also Materialien abbauen, die beliefern und so weiter und so fort. Eine Schleuse, wo man ein- und aussteigen kann, ein Lager. Und ein Heizkessel natürlich. Ja, wir spielen quasi im Weltall. Wir haben hier eine Galaxiekarte. Man sieht, ja, sind ein paar Gebiete. Jedes System besteht dann aus auch wieder mehreren kleinen Sektoren. Jeder Sektor schaut dann irgendwie so aus. Da können nichts drin sein, da können mehrere Sachen drin sein, so wie hier, wobei sowas wie hier werden wir wohl eher nicht nochmal finden. Nehme ich jetzt zumindest einfach mal an. Und vor allen Dingen, es können auch kaputte Raumschiffe drin sein, die wir auch erobern und abbauen können. So, unser Ziel ist es, wir bauen unser Raumschiff weiter aus. Wir müssen schauen, dass unsere Leute genügend Luft haben, genügend Wärme, genügend Nahrung. Ja, wie in RimWorld eine Kolonie halt aufbauen, bauen wir hier ein Raumschiff aus. Nicht wundern, ich werde mich nicht oben an die Start-Tutorials halten, weil die habe ich jetzt schon mehr oder weniger gespielt. Also mit einem, geht schon los, mit einer Werkzeuganlage werde ich auf jeden Fall anfangen, das stimmt.
Werde aber auch gleich sagen, ich möchte bitte unser Raumschiff erweitern. Hoffentlich haben wir genügend Teile für diese große Erweiterung, aber ich glaube schon. So, dann haben wir nämlich gleich mehrere Aufträge. Ich starte gleich auf einer höheren Schwierigkeitsstufe. Man sieht, unsere Leute kommen jetzt alle angelaufen, schleppen jetzt hier so kleine Kisten hin und bauen hier zum Beispiel den Werkzeugtisch. Die Dolores steigt jetzt in so eine Kapsel ein. Die fängt jetzt an, unser Raumschiff gleich ein bisschen zu erweitern. Ja, so, man sieht's, Raumschiff wird erweitert. Perfekt. Wir sollen Sauerstoff- und Gaswäscher bauen. So. Sauerstoff und Gaswäscher. Das war unter Lebenserhaltung. Ein Gaswäscher. Den stellen wir mal hier hin. Sauerstoff, der ist nämlich ein bisschen größer. Den stellen wir hier hin. So, wir drehen wieder ein bisschen schneller. Ich muss gestehen, wie gesagt, ich habe schon zwei Sprünge gemacht. Im zweiten Sprungsektor ist dann ein Pirat auf mich zugekommen. Ich wusste noch nicht, was ein Pirat genau am Anfang alles macht. Er hat einfach mein Raumschiff niedergeschossen. Deswegen kann es durchaus sein, dass das Spiel jetzt auch relativ schnell vorbei ist. Wir sollen einen weiteren Thermostat bauen. Der wird gemacht erstmal ein normaler. Ich werde dann eh die Standardsachen später ein bisschen umstellen. Also die Form des Raumschiffs wird definitiv sich noch ein bisschen ändern. Wir sollen das Stromnetz erweitern, wird auch gemacht. Ich muss gestehen, ich stehe auf diese Bodenplatten, auch wenn die nicht so viel abdecken wie so ein Generator. Wobei, ich bin gerade am Überlegen, wir bauen ja auf jeden Fall noch weiter. Ausnahmsweise bauen wir mal einen Generator. Später bei den Wohnbereichen und so werde ich auf jeden Fall mit diesen Bodenplatten hantieren, weil die mir einfach optisch wesentlich besser gefallen. Die sinken im Boden. Was mich ein bisschen stört, also um das vielleicht schon mal zu zeigen, wer es nicht kennt, es gibt hier so Unterflur-Stromknoten. Die haben einfach nur eine kleinere Reichweite als so ein Generator. Was mich ein bisschen stört allerdings, auch wenn das Teil im Boden versenkt ist, man kann trotzdem wie an einem festen Stromgenerator nichts reinstellen. So, wir sollen den Strom verbinden. Also wir versenken etwas im Boden, aber draufstellen können wir nichts. Also wirklich platzsparend ist der auch nicht. Ist ein bisschen doof, finde ich. Aber gut. So, wir sollen ein bisschen Licht noch bauen. Machen wir auch. Stellen wir gleich daneben. Diese Reichweite für den Strom, alles was Strom benötigt, so wie die Lampe, das muss einfach nur in diese Reichweite reingebaut werden, dann ist die Stromversorgung automatisch gegeben. Also außerhalb dieses Vierecks haben wir quasi kein Strom. So, wir werden gleich noch anfangen, ein bisschen weiter zu gehen. Wir haben hier nämlich ein paar Asteroiden. Die will ich gleich mal anfangen, komplett abzubauen. Das sieht man jetzt, hier ist Gold drauf. Hier ist, was ist es denn? Hier ist unedle Metalle sind hier drauf. Dann haben wir hier Kohlenstoff und hier hinten Wasserstoff. Ein Eis, einfach nur Eis. Bauen wir ab, können wir später weiterverarbeiten. Mit der Steuerung komme ich auch nicht immer so ganz zurecht. So, jetzt hat. Unser Schiffslager ist voll, genau. Ich hatte eigentlich immer auch direkt ein zweites Lager gebaut. Werden wir auch hier mal direkt machen. So, man sieht, schon weitergegangen. Unsere nächste Quest oder unsere nächste Aufgabe ist übrigens, wir sollen Betten und Toilette bauen. Werden wir schon mal setzen. Jeder kriegt erstmal sein eigenes Bett. Und dann wollen wir noch eine Toilette haben. Warum setze ich das jetzt einfach nur irgendwo so wild hin? Ganz einfach. Deswegen habe ich schon das Schiff erweitert. Wir werden hier direkt anfangen, dass jeder sein kleines Schlafzimmer bekommt. Wir bauen eine extra abgeschlossene Toilette, also mit Wänden und sowas drumherum. Soll gleich ein bisschen wohnlich werden und nicht nur irgendwo hingepflanzt. So, wir haben hier noch
24 Hüllenblöcke sollte eigentlich langen. So, sie schlafen jetzt gerade alle am Boden, weil wir eben noch keine Betten haben. Also man sieht schon auf, vom Aufbau her schon hier oben, was ist in dem Gebiet hier. Kackt in die Hose, super. Hier ein Ereignisfenster. Das, was bei RimWorld rechts unten ist. Hier unten ist das Baufenster. Wir haben hier Objekte in verschiedenen Kategorien plus bearbeiten. Hier können wir Rumpferweiterungen machen. Wir können einfach Pläne reinhauen. Können Räume, das Aussehen und sowas verändern. Dann haben wir daneben, können wir ein bisschen mit Wänden spielen, was wir angezeigt haben wollen. Einfach, dass man das Raumschiff ein bisschen besser einschätzen kann. Genauso können wir das Raumschiff komplett anzeigen lassen. Und hier haben wir noch eine Anzeige. Wie schaut es denn aus mit Sauerstoff zum Beispiel? Wie schaut es aus mit... Sauerstoff ist hier, Luft ist da. Wie schaut es aus mit... Sauerstoff ist hier, Luft ist da. Ja, Sauerstoff natürlich und wie heißt es, schlechte Luft. Ich glaube, schlechte Luft, verbrauchte Luft, so. Temperatur auf jeden Fall, genauso Raumtemperatur. Alles ein bisschen einschätzen, wie sehr fühlt man sich wohl. Man fühlt sich natürlich hier im, im Arbeitsbereich quasi nicht sehr wohl. Deswegen eben gleich die eigenen Räume und sowas. Küchenmodul kommt als nächstes, ja, bauen wir auch gleich. Dann hier oben haben wir unsere vier Leute. Auch eben mit Zustand, wie ausgeschlafen sind sie, wie gesund sind sie, wie viel Luft haben sie. Die können auch ersticken. Das betrifft gerade den Weltall zum Beispiel. Mit Inventar und allem drum und dran. Unser Inventar, was haben wir in unseren Lagern? Und dann hier oben eben Galaxiekarte. Dann Prioritätenliste, wie bei RimWorld hier die Berufsdinger 1, 2, 3, 4, 5 oder 1, 2, 3, 4 können wir hier theoretisch auch einstellen. Dann haben wir unsere Raumschiffsteuerung, wie zum Beispiel, wenn wir dann den Hyperraumantrieb haben, können wir unsere Sprünge vorbereiten. Wenn wir dann Geschütztürme haben und sowas, die können wir uns, wo wir uns gegen Piraten verteidigen können. Hier steuern wir das alles ein bisschen. Nochmal genauer, Leute, also das habe ich selber noch nicht benutzt. Ich denke mal, wenn wir dann Geschütztürme haben, können wir hier irgendwie die Leute oder sowas reinschicken. Dann haben wir hier die taktische Karte oder die Sektorenkarte, wie ich das persönlich sogar nenne. Da sieht man einfach, was hier, wo unser Raumschiff gerade sitzt, was hier so ist. Und nochmal Datenlogs, kurze Geschichte, was überhaupt Sache ist. So. Die Toilette braucht Strom, das ist mir klar. Ich hätte aber jetzt eigentlich gerne das Ding hier fertig. Na gut, wir werden sowieso noch öfter hier umbauen und sowas. Deswegen bauen wir mal schnell Strom. Wir können eigentlich auch schon mal ein Küchenmodul bauen, wenn ich es denn finde. Küche. Wie gesagt, wird dann alles gleich nochmal umgestellt, sobald das Teil hier fertig ist. Geht gerade langsam, das macht nämlich nur eine Kapsel, also wir haben ja zwei Kapseln. Die zweite Kapsel ist vermutlich gerade irgendwo hier da hinten am Asteroiden. Baut hier den Asteroiden ab. Dafür sind eben diese Kapseln gut. So, jetzt sollen wir Hochbeete bauen. Damit können wir Nahrung anpflanzen. Ich baue gleich mal direkt zwei große. Ich will immer mehr als genug Nahrung haben. Da müssen wir noch das Stromnetz koppeln. So, also wir sagen quasi, woher er seinen Strom zieht. Und sobald dann Strom fertig ist, zack, läuft alles. Allerdings, die Küche ist noch nicht angeschlossen. Okay, dann lassen wir es mal ein bisschen überschneiden. Wie gesagt, wir werden gleich nochmal ein bisschen was verschieben. Wird alles nicht so ganz bleiben. Toilette, schön, noch einsehbar alles. Wird aber alles nicht so bleiben. Wie schaut es aus bisher noch? Hier ist alles okay. Das sind die drei richtigsten Sachen quasi. Schlechte Luft, Sauerstoff und Temperatur. Da kann halt einiges schief gehen.
In meinem ersten Spiel ist es mir passiert, dass ich einen extra abgetrennten Teil vom Schiff gebaut habe. Da ist es dann eiskalt gewesen. Da ist mir dann tatsächlich einfach einer umgekippt und ich wusste auch nicht, wie ich den wieder rausbekomme. Also ist dann halt auch ist ein neues Spiel, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, muss man wieder ein bisschen reinfinden. Aber ich finde bisher ein sehr, sehr, sehr interessantes Spiel. Gerade für die ganzen RimWorld-Spieler absolut eine Konkurrenz. Leer. Ist natürlich eine sehr frühe Early Access. Ich bin froh, dass es das Spiel auf Deutsch gibt. Wer Old World gesehen hat, weiß ja, wie meine Englischkenntnisse sind quasi nicht vorhanden. Deswegen weiß auch nicht, warum ich so schlecht in Englisch bin. Also Schulenglisch beherrsche ich noch einigermaßen, zumindest lesen. Sprechen geht gar nicht. Habe mir sogar selber irgendwann mal die Aufgabe gesetzt, ich möchte Spanisch lernen, bin 2 Jahre in Kurs gegangen. Wenn man mich heute fragt, wie viel Spanisch ich spreche, kein Wort mehr. Hola, Mallorca. Also so ein bisschen die Aussprache habe ich noch drauf. Doppel-L gibt's nicht, ist wie ein J quasi, deswegen Mallorca, nicht Mallorca. Oh Gott, ich dreh's mir selber die Zehennägel rauf, wenn ich Mallorca höre. Nur. So, unsere Nutzpflanzen sind fertig. Wir machen mal kurz langsamer. Wir können jetzt hier auf Anbau gehen und sagen, wir haben jetzt hier in diesen großen Teilen fünf Felder, wo wir halt einfach was anpflanzen können. Insgesamt haben wir 10 Stück. Wir machen jetzt auf jeden Fall zweimal Früchte, zweimal Wurzelgemüse und zweimal Fleisch. So, jetzt hätte man noch 3. Das heißt, wir könnten jetzt 1, 2, 3, 4 haben wir noch. Genau, weil einmal will ich auf jeden Fall die Fasern haben. Ich werde jetzt nochmal genau von jedem, ich weiß nicht, wie viele Fasern wir brauchen. Deswegen denke ich mir, vor allem kommt relativ spät wahrscheinlich erst die Fasern. Deswegen lassen wir es jetzt mal mit einem und ich baue lieber noch mehr Nahrung an. Also 3 von jedem plus einmal Fasern. So, wir sollen einen Wasserreiniger bauen. Wasserreiniger braucht man. Da kann man das geförderte Eis zu Wasser eben weiterverarbeiten. Wir haben hier haben wir Wasser. Wir haben noch gar kein Eis. Wurde noch nicht abgebaut. Also, wenn hier ein Asteroid abgebaut wurde, verschwindet der übrigens hier. Finde ich ein ziemlich cooles System. Also wir bauen jetzt relativ viel, genauso hier diesen Werkzeugtisch, den wir eigentlich noch nicht wirklich brauchen können. So, hier wird schon angepflanzt. Oh, da wird die Grafik ganz schön pixelig, wenn man richtig hinscrollt, gell? So finde ich eigentlich die angenehmste Aufstellung. So, jetzt macht man hier fertig. Kommt, Leute, wo seid ihr? Wo seid ihr? Hier fliegen 2 Kapseln gerade rum. Einträfendes Schiff. Nächster Zug. Es wird wohl hoffentlich noch kein Pirat sein. Also sowas kann immer wieder sein. Es können andere Schiffe kommen. Hier sieht man schon, das ist blau. Das ist wahrscheinlich Militärallianz oder irgendwie sowas. Interessiert mich nicht. Es gibt rote Schiffe. Das sind quasi Piraten und die zerstören einen. Aber würde mich jetzt wundern, wenn hier mit dem ersten Sektor direkt ein Piratenschiff kommen könnte. So, wir koppeln hier noch den Strom. Jetzt haben wir auch eine funktionierende Küche. Ich glaube, ich werde mal ganz schnell sagen, dass sie das hier einstellen sollen, alles. Ich will unser. Ja, Steuerung habe ich wie gesagt nicht ganz drauf. Ich will einfach nur jetzt schnell unser Schiff fertig haben, dass ich weiterspielen oder weiterbauen kann. So, wir setzen hier den Wiederaufbereiter hin, ganz ein wichtiges Gerät. Da können wir aus allem, was wir bauen, also aus jedem Schrottteil, das wir jetzt dann von dem anderen Schiff bekommen werden, können wir zum Beispiel neue Schiffsteile bauen, wir können neues Werkzeug bauen, wir können hier so Tech-Blöcke und sowas bauen, die wir halt brauchen, um unser Schiff zu erweitern. Rüstung Besatzungsmitglieder aus, genau. Jetzt geht's weiter. Dagmar. Du kannst
Waffen 3, okay. Wir gehen jetzt mal hier Direktbefehl, gehen jetzt mal hier hin und sagen, du hebst bitte was auf aus dem Lager. Und zwar möchte ich du mit Waffen 3, dass du eine Shotgun bekommst. So, du bist wieder entlassen. Dann hätten wir hier Dolores. Du hast Fähigkeit Waffen 2. Genau, erforsche ein verlassenes Schiff. Das ist jetzt der nächste Ding, deswegen rüsten wir uns gerade aus. 2. Dann hätten wir hier nochmal. Ayan hat Waffe 3. Okay, dann steht es jetzt schon fest. Dann brauche ich gar nicht großartig gucken. Dolores, Direktbefehl, du kriegst auf jeden Fall die Pistole. So, dann hätten wir Ayan. Du nimmst dir auf jeden Fall das Gewehr. Und dann haben wir noch Bridget. Bridget, Direktbefehl auch nehmen. Du kriegst das Gewehr. Und Bridget bekommt nochmal eine Pistole. So, damit werden alle ausgerüstet. Wir können dann, aber erst wenn jetzt unser Schiff hier fertig ist, werden wir mal rübergehen zu dem verlassenen Schiff und werden das gleich mal erforschen. Da können nämlich außerirdische Kreaturen drauf sein. Deswegen die Waffen. Bisher haben mich diese außerirdischen Kreaturen noch nicht wirklich interessiert. Die fallen eigentlich instant um mit 4 Leuten. Werden wir uns jetzt dann gleich angucken. Aber erstmal lassen wir unsere Leute schlafen. Nicht wundern, wenn ich jetzt nicht alles bis ins Detail erkläre. Ich glaube, für Tutorial-Videos bin ich nicht unbedingt so geeignet. Zumindest nicht in dem Spiel, wo ich jetzt sage, da habe ich selber noch nicht so viel Ahnung. Teilweise ist das selber auch bei mir etwas wildes Rumgeklicke. Ich glaube, dafür gibt es andere YouTube-Videos. In RimWorld könnte man sowas vielleicht machen, aber hier definitiv noch nicht. Ich habe einfach nur riesig Bock auf das Spiel. So, brav, hier wird gerade Essen gekocht, wie man sieht. Die holen sich hier gerade aus dem Lager die Nahrung, tragen es hier hinter. Mir wäre es aber lieber, es würden mal ein, zwei Leute in die Kapseln steigen. Raumschiff, Raumschiff. Ja, da sind sie in die Kapseln rein. Es wird weitergebaut. Mit diesen anderen Schiffen könnte man dann übrigens auch handeln und sowas. Auch wir könnten sie angreifen, quasi selber zum Piraten werden, soweit ich das weiß. So, unser Schiff ist fertig. Das heißt, wir gehen jetzt als erstes mal wieder in die Sektorenkarte. Jetzt gebe ich wieder den Auftrag, ihr könnt weitermachen, bitte. Das sieht man jetzt auch, hier ist abgebaut. Du kehrst mal kurz nach Hause. Ihr kriegt jetzt schon mal alle einen Direktbefehl, dass ihr bitte in der Shuttle einsteigt. So, Dolores ist auch da. Du kriegst auch den Direktbefehl, dass du bitte in das Shuttle einsteigst. So, alles in dem Shuttle drin. Direktbefehl auch hier. Und dann kann man sogar andocken. Wir müssen nicht rüberfliegen. Das ist schon mal schön. Andocken. Wir haben sogar 2 Docking Stations. Los geht's. Unser Shuttle kommt angedüst. Wir drehen ein bisschen langsamer. Kann jetzt schön andocken. Und sobald es angedockt ist, jetzt können wir aussteigen. Dann nehmen wir unsere Leute. Wir laufen jetzt einfach mal wild auf dem Schiff rum. Wir müssen einfach nur alles erkunden, was hier so ist. Ja, die fliegen selbstständig auch über so eingestürzte Bereiche, ich sag mal durch den Weltraum durch. Das ist ein echt großes Schiff. Ich bin mal gespannt, was da am Schluss alles rauskommt. Okay. Nix da bisher, nix da. Keine Außerirdischen, gar nichts. Drehen wir mal ein bisschen schneller. Richtig langweilig hier. Ernsthaft? Ja, das war's.
Direktbefehl heben wir auf. Fix. Und hier heben wir auch den Direktbefehl auf. Das heißt, Sie können jetzt selbstständig wieder zurückkehren und wenn nicht. Also ganz ehrlich, so ein bisschen wie das zerstört ist. Eigentlich würde ich ja lieber mein Schiff abbauen und das hier in Besitz nehmen. Jetzt können wir auf jeden Fall das Schiff quasi auswählen. Also normalerweise haben wir hier nichts ausgewählt. Gehen hier auf die Nachricht. Und dann sagen wir können hier alles bergen, aber das ist ja echt mies. Schaut mal, das Riesenschiff. Und er sagt, jetzt hat hier schon kein Weißschrott, kein Infraschrott, kein Techschrott, kein Energieschrott, nichts drauf. Wir haben nur ein bisschen Hüllenschrott. Für die Schiffsgröße ist das echt mies. Und dann haben wir noch ein bisschen was im Lager. Das holen wir uns auch, aber das ist eigentlich, also dieses Schiff ist ja, puh. Also so groß und es ist nichts drinnen. Guck mal, die ganzen Müll und alles, das ist ja Wahnsinn. Was ich noch nicht rausgefunden habe, es gibt auch Sachen, die man sowas wie hier, das sind glaube ich Credits oder sowas, die man selbst aufnehmen kann. Wenn ich jetzt aber sage, Schiff abbauen, ob die das dann beim Abbauen automatisch mitnehmen. Das habe ich noch nicht rausbekommen. Ich wollte jetzt mal in dem Versuch das Schiff abbauen und dann selber nochmal mit ein oder zwei Leuten hinfliegen und mal gucken, was dann passiert, ob dann immer noch Sachen zum Aufnehmen da sind. Ja, so. Die Meldung kann man wegklicken. Kein Ort zum Bau. Ein Hüllenstabilisierer. Genau, Hüllenstabilisierer brauchen wir dann auch noch. Jetzt bauen wir aber erstmal unsere Schlafzimmer. Bewegen. Ich mache erstmal kleine Schlafzimmer. Ich habe nämlich noch nicht rausbekommen, was es bringt, wenn ich ein großes Schlafzimmer baue. Weil bisher passen da noch gar nicht so viele Sachen rein. So. Das Ganze kommt jetzt mal so hin. Jetzt fliegen die auch mit ihren Kapseln eben zum neuen Schiff rüber. Der Shuttle fliegt jetzt auch automatisch hin und her. Wird Sachen mit aus dem Lager zum Beispiel beladen. Hier rüsten sie uns die Betten auf. Also drei Leute sind gerade unterwegs. Wahrscheinlich die zwei Kapseln plus der Shuttle. Einer darf zurückbleiben und bauen. Ihr Kapsel ist voll, muss jetzt gerade ein bisschen leergeräumt werden. Also der Shuttle und die Kapseln, die liefern alles nur hier ab an der Undockstation. Und da muss das alles händisch quasi ins Lager gebracht werden. So, und ich sehe gerade, wir sind bei 27 Minuten. Ja, erste Folge ist vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr selber auch Tipps habt und das Spiel vielleicht selber schon gespielt habt und schon besser kennt, ich bin natürlich immer offenes Ohr und so. Immer bereit, Tipps anzunehmen. Ich bin ja alles andere als perfekt. Deswegen Tipps immer gerne gesehen. Ansonsten danke fürs Zuschauen erstmal und wir sehen uns in der zweiten Folge. Servus.